Buddy. Green Buddy. Gratuliere. Green Buddy. Buddy, 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 Buddy. 2021. Ja, wir als BSR freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder den Preis in der Kategorie Reuse, Reduce, Recycle vergeben dürfen. Green Buddy. In der Kategorie geht es darum, innovative Lösungen zur Abfallvermeidung zu prämieren, die entweder schon am Markt erfolgreich sind oder zumindest gute Chancen haben, am Markt erfolgreich zu sein. Wir hatten in dieser Runde 16 Einreichungen im Wettbewerb. Das freut uns natürlich sehr, zeigt es uns doch, dass die Szene zu Zero Waste in Berlin mittlerweile sehr groß und sehr breit ist. Jedes Jahr kommen neue Akteure dazu und das unterstützt natürlich den Weg, den die Politik vorgibt in Richtung Zero Waste Stadt und den auch wir maßgeblich begleiten, Berlin zur Zero Waste Stadt zu machen. An dieser Lösung hat uns überzeugt, dass es eine smarte Lösung ist, die auf bewährter Technik aufbaut, die bereits einsatzfähig ist. Das ist eine Lösung, die Vorteile bietet, sowohl für die Handelsunternehmen als auch für die Kundinnen und Kunden. Und es spart letztendlich auch für die Umwelt einiges, nämlich Papier, Unmengen von Papier. Es dreht sich nämlich um Kassenbons. Und deswegen freuen wir uns auch als Endverbraucherin über diese Lösung, weil wir weniger Kassenbons in unseren Taschen haben. Und das hat uns an der Lösung überzeugt. Deswegen möchten wir die gerne prämieren. Und deswegen vergeben wir den Preis in diesem Jahr. Jetzt öffne ich den Umschlag an die Leaf Labs GmbH. Herzlichen Glückwunsch und weiter viel Erfolg. Green Buddy. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gratuliere. Green. Und hier noch der wohlverdiente Scheck. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns total drauf, weil wir uns ja auch letztendlich das Ziel gesetzt hatten, die Stadt und dann auch die Welt nach und nach nachhaltiger zu gestalten. Dass das dann auch wahrgenommen wird, das finden wir super. Green Buddy. Ja, der sieht echt schick aus. Wir wussten auch gar nicht, dass das mit unserem Branding und so vorgesehen wird. Also das sieht echt schön aus. Und ich glaube, das wird für das Team auch ein sehr motivierendes Objekt sein, was wir dann im Büro stellen. Wir haben jetzt vor 2 Wochen die 500.000 Marke geknackt an Kassenbons, die nicht ausgedruckt wurden, dank Leaf. Und ja, wir wollen noch bis Ende des Jahres die 2-Millionen Marke knacken. Und daran wird er uns erinnern. Ja, das ist relativ einfach. Wir machen eine kleine Integration am Kassensystem. Es muss einfach ein elektronisches Kassensystem vorhanden sein. Wir schließen uns da an, entweder mit Software oder einem kleinen Stück Hardware und stellen dann einen QR-Code zur Verfügung, was neben der Kasse hingestellt wird. Also der Händler braucht nicht unbedingt ein zweites Bildschirm oder zusätzliches Hardware oder so. Und auch für den Endkunden ist es dann recht einfach, nachdem er bezahlt hat, die Transaktion abgeschlossen ist, muss man mit einem ganz normalen Smartphone-Kamera den QR-Code abscannen und man sieht dann seinen Kassenbon im Browser. Und dann hat der Kunde quasi 3 Möglichkeiten. Einmal das als PDF herunterzuladen, direkt aufs Handy, oder sich per E-Mail den Beleg zuschicken zu lassen. Oder er kann, wenn er möchte oder sie, ein Konto mit uns aufmachen und alle Belege dort sammeln. Und das wird dort alles gespeichert in einem ganz normalen webbasierten Konto wie in einem E-Mail-Konto. Ohne dass der Kunde extra nochmal eine App braucht. Das sind 2 große Vorteile für die Geschäfte letztendlich. Einerseits natürlich das ganze Einsparen von Thermopapier, was ja auch umweltschädlich ist, weil das ja nicht recycelbar ist. Es wird auch viel Zeit an der Kasse gespart. Und der 2. große Vorteil ist natürlich, dass man hierüber jetzt auch ein Touchpoint, einen Kontaktpunkt mit dem Endkunden hat, was digital ist. Der Kunde kann darüber Angebote erhalten, was zu ihm passen, was zu seinem Kaufverhalten passen. Der kann auch für die Treue belohnt werden. Grundsätzlich ist der Impact von Kassenbons viel größer, als man denken würde. Grob gerechnet bei 500.000 Kassenbons bedeutet das einen CO2-Ausstoß von 1250 Kilo, 70.000 Liter Wasserverbrauch, über 250 Kilogramm Müll, was generiert wird. Und das ist einer der größten Ziele, die wir haben, ist, dass das erstens gar nicht notwendig ist. Das wird ja alles digitaler und smarter. Was auf dem Kassenbon steht, sind nur Daten. Und diese Daten können ja auch digital übertragen werden.
Die Städte sollen ja auch smarter werden. Und in diesem Zusammenhang macht es auch Sinn, dass der Kunde nicht irgendwie nach jeder Transaktion ein Stück Papier bekommt, was er gegebenenfalls dann auch nochmal selber digitalisieren muss, für seine Buchhaltungszwecken oder Spesenabrechnungen und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich an sich nicht notwendig. Buddy, Buddy. Green Buddy Award 2021.